So, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Monster Hunter Part. Ja, den letzten Part haben wir genau an dieser Stelle beendet und hier wollen wir auch den neuen anbrechen. Denn, ja, wir haben hier auf jeden Fall in Story ein bisschen was weitergemacht. Wir haben so eine komische Schlange besiegt, die war auch ganz interessant. Nayarala hieß sie, glaube ich. Und der Koch hat neue Sachen vor uns. Ich lese das Ganze gar nicht mehr durch, denn ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob Monster Hunter und Story so gut zusammenpasst. Ich bin ohne Monster Hunter Story aufgewacht, sag ich schon, aufgewachsen, sag ich mal. Und ich weiß nicht, ob das dazu passt, deswegen interessiert mich das ganz ehrlich gar nicht so. Aber naja. Muskelschmalz, Karawanenführer, okay, jetzt werde ich von der einen zur anderen Person geschickt. Wo ist er denn? Da ist er. Okay, schaut. Lol. Schaut euch das mal an. Hier ist der Karawanenführer und da ist die Strechlase. Sehr realitätsgetreu. Schlechte Neuigkeiten mit Jäger, sogar schreckliche Neuigkeiten. Es geht um die Jägerrasse. Sie konnten den Gormagala besiegen. Ah, die Jägerasse. Sie wurden verletzt und nur zwei von ihnen ketten. Okay. Die Gilde ist auch noch auf Ruhe. Und auf zur Versammlungshalle. Okay, da müssen wir uns auf jeden Fall bei. Wahrscheinlich dürfen wir jetzt den Gormagala endlich jagen. Alleine. Der chillt da oben einfach sein Live. Hallo, Jungs. So, Kommandant, geht's dir gut? So, wir hatten den Gormagala. Ich verstehe nicht, wer. Sie können sich nicht vorstellen. Wir können es selber nicht glauben. Das war so ein schwarzer Nebel. Okay, dieser Nebel, genau dieser Gift, dieser Virus da. Ah, wir hatten uns nicht stauben. Ich übernehme mir jetzt mal, sobald die Gilde. Beruhig dich, Desaster. Okay, der Gormagala wird auf jeden Fall jetzt wahrscheinlich von uns gejagt. Ich laufe zur Karawane. Und anscheinend ist unser. Ist unser. Ge ich glaube, unser Feline ist gerade gegangen. Dein Hauptkamerad, er ist weg. Dieses blöde Federball ist nirgends zu finden. Er muss aufgebrochen sein, um die Jägerasse allein zu retten. Digaspi, du bist ein Held. Er ist aufgebrochen, um sie zu retten. Auf jeden Fall. Ah. Oh, Digaspi. Ah, oh Gott. Komm schon. Scheiß drauf. Wir holen uns den Gormagala, diesen Dreckstypen, Alter. Den klatschen wir weg. Ohne Erbarmen, Alter. Das glaubt er einfach, dass er Digaspi hier. Das hier. Zack. Er legt einen Rat hier an. Okay, könnte ich auch mal machen. Aber wo ist der Gormagala? Müsste es nicht die dringende Quest sein? Oder finde ich ihn jetzt wieder bloß nicht wie im letzten Part? Na, okay, diesmal ist er wirklich hier nicht. Okay, warte, warte, warte. Wie hole ich mir den? So. Beim Springen jage ich schon zwei Jägerasse und deine Felines. Ah, Erkundung. Okay, wir müssen wahrscheinlich in einer Erkundung killen. Auf geht's, in Ordnung. Dann bin ich dabei. Werde mich natürlich mit guten Items ausstatten und Diggersby. Egal. Der gute alte. Der gute alte, was sag ich schon? Zernicht das ja bei uns. Und das speichern wir mal, obwohl es nicht so nötig ist. Und es unterbricht diese epische Musik. Und da oben tanzt so eine Feline rum. Seht ihr das? Das ist so genial. Und das ist dieses Schwein. Ich liebe es. Spider-Schwein. Spider-Schwein. Ah, da fällt mir, dass ich mal. Da fällt mir ein, dass ich mal Tränke nachnehmen könnte. So, hier, zack. Das mal voll machen. Und das hier auch mal voll machen. Dann sind wir auf die Sicherung gleich und da hat er noch jemand was für mich. Ich hasse diese Ladezeiten. Die Ladezeiten sind ein bisschen blöd. Klar muss man viel laden, aber sie sind schon ein bisschen lange. Auf der PSP-Version konnte man sich zum Beispiel so ein Update runterladen, das die Ladezeiten, ne, verringert. So, die Kamaline, bla bla bla. Ach, ich weiß nicht. Story und Monster Hunter, ich weiß nicht, ob mich das so interessiert, wenn ich ehrlich bin. Ich möchte jagen! Jagen! Und die Story ist eher so nebensächlich. Aber wir wissen ja, um was es geht und dann. Auf zur Erkundung. Schauen wir mal, wie das jetzt läuft. So. Du musst deinen Hauptkameraden und die Gasse finden. Okay, in Ordnung. Hier liegt ja mal Zeug rum. Erste Hilfe hat seine Plus sogar. Okay, das ist wie ein Megatrank, so wie ich weiß. Und zwei normale, sehr gut. Was gibst du mir so Schönes? Ich finde es ganz lustig. Man kriegt zwar keine Vorräte, aber hier liegen natürlich immer irgendwelche Dinge rum. Auch ganz praktisch. Auf jeden Fall ordentlich was an Heiltränken. So ist nicht. Da sind auf jeden Fall in Anführungsstrichen ausgesagt. Ich glaube, hier sind nur Fackeln. Okay, die braucht kein Mensch. Die braucht kein Mensch. Ah, hier ist noch was. Vielleicht eine Ration, das wäre ganz praktisch. Erste Hilfe hat seiner, da kriegen wir aber auch nicht was. Wenn wir ehrlich sind, haben wir ganz ehrlich sogar genug jetzt. Wow.
Ich glaube, das sollte für ein Gormagala reichen. Vor allem mit unserer, in Anführungsstrichen, OP-Rüstung. Für diesen Low Rank ist das echt eine krasse Rüstung und. Ah, Diggersby, der Boss! Diggersby gibt den Fuck about the Gormagala. Komm, klatsch ihn weg. Ah, das war ein Glückstreffer. Diggersby. Fass ihn nicht an, du Bastard. Da ist ein Insekt. Ah, ein Insektenklebe-User. Und da kommt der Badass höchstpersönlich. Ich. Glaubt ihr, ich kann ihn gleich instant mounten? Das wäre schon ganz lustig. Los, rennt weg, ihr Fische. Den packe ich locker alleine. Diggersby rettet mich. Oder auch nicht. So, genau. Haut er dich ab, Alter. Um den Fisch kümmere ich mich. So, scheiß drauf. Ja, bla bla bla. Ich höre nicht zu. So. So, wir dürfen. Der Nebel ist auf jeden Fall gefährlich. So. Natürlich werden wir irgendwann von Nebel getroffen, aber ich habe keine Angst vor den Vieh mehr. So, jetzt hat mich das Virus erwischt. Davon wissen wir schon Bescheid und. Bam. Ich finde es halt schade, dass es den Nagakuga nicht gibt. Das war auch so ein dunkler, eher dunklerer Attacker und sah echt geil aus. Aber der Gormagala ist ja auch das Signature von MH4U. Sagen wir das so, ich hoffe. Und ich treffe ihn gerade ganz gut, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt gibt es gleich die erste LAN-Stufe. Bam. Ich sehe jetzt gerade keine. Hups, oh, da bin ich zwar gerollt, aber es hat nicht gereicht ganz. Na komm her. Wenn man den Virus in der Hinsicht übersteht, kriegt man, glaube ich, sogar einen Boost, ne? Hat sie das nicht erklärt? Ich glaube, es war aber ein Stream, Leute, deswegen wisst ihr da nicht so Bescheid. Also für die, die jetzt kein Monster Hunter spielen. Wenn man diesen Virus hat, diesen schwarzen Virus, macht man weniger Schaden, wenn dieser Virus voll lädt. Also wenn man ganz viel Schaden frisst. Aber man kann diesen Virus auch besiegen, heißt, wenn man ihnen sehr, sehr viel Schaden macht oder so, dann kriegt man irgendwie einen Tech-Boost oder so ähnlich, ne? War doch so. Und ich finde es ganz praktisch, dass er ein bisschen größer ist. Dann kann ich ihn gut hitten. Und jetzt läuft es gerade hinaus, dass ich meinen zweiten Elan-Bonus kriege, wenn er nicht gerade seinen Kopf heben würde. Und oh, dass er mich da trifft, das war schon eklig. Na, bah. Na komm schon, Skill ausweichen gehört doch dazu. Ups. Okay, damit, dass er das jetzt vorgeht, hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Und Diggersby ist gleich down. Oder es hat sich aufgeheilt. So. So. Jetzt geben wir aber schön die Combo. Und jetzt Elan-Stufe. Bam! Er ist noch nicht in seiner, ich sag mal, Rage-Form. Jetzt ist er in Rage, glaube ich. Oh fuck, ich muss. Oh, ich wollte rollen, aber hat sich anscheinend erledigt. Ist er jetzt gegen die Wand gegangen? Oh, schön in die Fresse, aber die Waffenstärke ist leider gesunken. Und ich habe keine Mini-Wettsteine. Ich habe nur normalen dabei. Da müsste ich immer auch mal, glaube ich, neue machen. Ich glaube, da habe ich. Oh fuck, er dreht sich. Das habe ich jetzt nicht erwartet. So. Aber ich habe ja genug Erste-Hilfe-Arznei bekommen. So ist ja nicht. Uah. So, hier noch einen hinterher und schärfen müsste ich jetzt mal. Wenn er mich dazu kommen lassen würde. Hier, Wetzen. So, er kümmert sich gerade um Diggersby, den Held. Ah, fuck, das Virus habe ich jetzt nicht besiegt. Jetzt habe ich einen Defense-Drop. Aber ich glaube, wenn ich jetzt. Ah, jetzt ist er abgehauen. Wow, du hast es geschafft. Du hast den Gormagala vertrieben. Gehen wir schnell nach Hause, solange das okay ist. Okay, ich glaube, ich kann hier weiter. Ist hier nicht dieser Wagen? Okay, den doch nicht. Dann wahrscheinlich da lang. Ne, da lang. Da, nach hinten geht's. Sieht jedenfalls so aus. Hoffe ich, denke ich, glaube ich. Dim, dim, dim. Sind das die Jäger? Lol, die haben sie einfach animiert. Das finde ich geil. Das finde ich, das sieht gut aus. Kann ich die treten? Nein, leider nicht. Mein größter Lebenstraum. Dieser Fels blockiert den Weg. Wir haben aber auch ein Glück. Velocibre. Okay, wir müssen uns beeilen. Und ich habe einen Plan. Ich bastle ein bisschen Sprengstoff zusammen. Die Felsen ein Stück. Du kannst nicht mehr helfen, wenn du dich um diese Velocibre kümmerst. Mach dir keine Sorgen auf ihn. Ich passe auf ihn auf. Okay, welche Velocibre? Süß. Na, kommt her, ihr Fische. Und jetzt. Und jetzt gibt es nochmal. Boom. Und jetzt. Boom. Und dieser Angriff ist einfach perfekt, um mehrere Monster zu töten, wie jetzt diese ganze Bande hier. So, da sind weg.
Und Sprengstoff ist bereit, sehr gut. Boom, so gehört sich das. Ich hätte gerne auch Sprengstoff dabei. Kann ich jetzt weiter? Jawohl. Oh, Kongas, na komm her. Da stand noch irgendwas. Ich hoffe, er ist kein Kongala jetzt noch dabei. So, die haben halt auch mein böses Life. Oder besser gesagt, gute Lebenspunkte. Und jetzt Elanstufe 3. Boom. Mal, dass dieser Angriff nicht killt, dann ist er wohl doch nicht so stark, wie ich dachte immer. Na komm, und bam. So, sind die jetzt down? Da ist noch einer. Und Diggersby, töte ihn. Okay, dann mache ich es für dich. So, ja, fantastisch. Und weiter geht's. Was es wohl noch hier so alles gibt. Ob hier noch irgendwas davor auftaucht, ich frage mich gerade. Aber ich schätze mal nicht. Nö. Was sind das für hier violette Steine? Kann ich hier irgendwas abbauen? Das möchte ich doch dann kurz gerne testen. Anscheinend schon. Wettsteine, okay, die brauche ich. Dann baue ich da ein paar weg. Praktisch, die da hier mir alle zu holen. Okay, drei Stück nur, aber drei sind drei Wettsteine, ne? Und hast du noch mehr? Gefällt mir. Diese Assjäger da, die müssen eh flüchten. Und in der Zeit kann ich ja hier abbauen. Und okay, hier kann ich nicht abbauen. Aber hier kann ich fangen. So, schauen wir mal, ob hier was irgendwas Interessantes ist. Donnerkäfer, okay, zu uninteressant. Kann man hier durch? Ah, hier muss man wieder. Ah, hier muss er hier das Sprengstoff machen. Und wo sind die Kerle? Ach Gott, da humpeln sie da irgendwo im Nirgendwo rum. Wie lange soll das dauern, ne? Also, macht mal schneller oder wollt ihr noch irgendwas von mir? Ah, siehst du diesen Schatzen? Okay, er kommt wieder. Er kommt wieder? Na komm her, du Fischkopf. Okay, die Quest ist doch noch nicht vorbei. Ich dachte, das wird uninteressant. Aber naja. Mittlerweile bin ich rotes Elan und mache hier wahrscheinlich einen Überhaufen an Damage. Gefällt mir. Boom! So, 30% mehr Damage, habe ich ja gemeint. Und er ist nicht im Rage und er greift auch nur uns an. Also nicht so, als ob ich irgendwie so eine Beschützer-Quest hätte, wie es in anderen Spielen gibt. Und dann ist das ja alles im Rahmen des Guten. Boom. So, jetzt muss ich aber mal wieder schärfen, weil sonst keinen guten Damage und so. Ihr wisst Bescheid. Hier. Aber das hätte ich jetzt nicht machen sollen. Ich dachte, jetzt ergreift eventuell Diggersby an. So, und jetzt muss ich schnell Schaden machen. Oder Diggersby heilt mich sehr gut. Weil dieser Schwanz ist einfach zu lang. Zwar nicht so lang wie meine, aber ihr wisst, was ich meine. Oh Gott, ja, das regt mich auf. Soll ich ihn abschneiden? Komm, ich schneide ihn nicht ab, ne? Und jetzt ist er aber komplett im Rage, ne? Jetzt merkt man es aber auch an diesen Flügeln. Aber er kriegt noch die Hörner. Und dann macht er mir wahrscheinlich sogar auf Low Rank noch Schaden. No, bam, schön in die Fresse. Das war ein geiler Hieb. Und er hat gerade ein Monster, glaube ich, für mich gekillt. Na, hehehehe. So. Ich möchte doch gerne schon wieder meine schöne rote Elan-Stufe haben. Wen auch immer er gerade fokust. Ich war es gerade nicht und jetzt. Schöner Frontalhieb. Und. Boom! Jetzt ist er im. Doch noch nicht? Okay. Ich versuche das Virus zu besiegen. Ah, ich glaube, ich habe es jetzt besiegt. Sonst, ich glaube, dieses Zeichen bedeutet, dass ich das Virus in Anführungsstrichen besiegt habe. Ich kommentiere gerade, glaube ich, auch nicht scheiße, weil ich denke eher laut nah, weil ich mich einfach konzentrieren muss. Ist es bei Monster Hunter manchmal leider so. Habe jetzt auch keinen Co-Kommentator dabei, der das kompensiert, aber YOLO. Und jetzt habe ich ihn aber umgeschlagen. Aber es gibt weiter auf die Fresse, weil ich glaube, ich brauche gar nichts auf seinen Schwanz. Schwanz. Und ja. Oh, soll wohl ein Sitz sein. Noch ein Felsen. Okay. Okay, währenddessen kümmere ich mich weiter um den Gormagor. Oh ja, ich mache es. Ich glaube, ich kill ihn sogar langsam. Oh, okay, jetzt ist er in seiner Form. Ne, er ist komplett abgehauen jetzt. Oder er kommt wieder. Ich weiß es nicht. Er hat, glaube ich, sogar eine Kiso-Rüstung da eine an. Jedenfalls sieht das so aus. Und gleich macht's Boom. Jawohl, Weg ist wieder frei. Kann man das mit Fassbomben bei aufräumen? Ich weiß es gerade gar nicht auswendig. Ich glaube mal schon. Wäre aber jetzt geil, wenn ich den Gormagana noch töten können würde, dürfte. Auch Quest erfüllt. Will aber die Quest nicht erfüllt, weil ich habe den so guten Schaden gemacht, aber YOLO MOLO.
Oh Gott, jetzt fängst du wieder an, dieses YOLO-Molo. Egal. Vielleicht kriegen wir wenigstens was Gutes. Verdient haben wir es uns auf jeden Fall. Wir kriegen. Geil. Geil. Oh Mann. Okay, was sollen wir machen, ne? Wir haben das Ass in Gefahr erledigt und dann speichern wir mal. Vielleicht kriegen wir wenigstens irgendwas als Belohnung. Verdient haben wir es uns auf jeden Fall. Das kann man sagen. Wir haben den Golem gerade ordentlich gehittet. Oh, vor allem, wir haben Digger Speak gerettet. Das ist natürlich das Allerwichtigste. Vielen Dank. Es beschämt mich, dir etwas abverlangen zu müssen. Das schnelle Eingreifen hat sich gerade noch gerettet. Und das ist schon dein zweites Wunder. Auf der See hast du ja schon einen Angriff. Ah, genau, das habt ihr gar nicht gesehen im Let's Play. Wie im Kormagal hat uns auch auf den Schiff mal angegriffen. Wir waren nämlich auf dem Weg zu dieser Insel da. Und ja, ich bin davon ausgegangen, dass ein Todesschaden einmal geweiht ist, wenn man den Monster einmal begegnet. Ganz zu schweigen von zweimal. Hehe. Okay, den Gormagala endlich zu vernichten. Sehr gut. Also gut. Dein Gormagala zu legen werden alle Rohstoffe. Auch wir stehen dir zur Verfügung. Wir werden unsere Feldforschung fortführen. Und wir werden herausfinden, wo diese Landplage hingekrochen ist. Okay, weiter, weiter. Bla bla bla. Wie schon gesagt, ich weiß es einfach nicht. Ist einfach nicht meine Sache, Story da reinzubringen. So, ich glaube, jetzt haben wir die Quest, ihn einfach zu killen. In Ordnung. Bla 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 bla. Oh, du bist ganz schön aufgeregt, ne? Und dringende Quest, ja, auf jeden Fall. Ah, Stufe 5, Gormagala killen. Sehr gut. Und was willst du so Schönes? Ups. Der Kerl hat was Neues wahrscheinlich für mich. Ah, schon wieder. Okay, auf Stufe 3 sind die jetzt wahrscheinlich schon. Und, oh, gibt das ordentlich an Zeug. Es gibt ja ordentlich Sachen, die ich brauchen könnte. So, fertig. Und die Anfrage läuft noch. Und was kann ich hier denn kaufen mir? Stein. Hey, aus Stein kann ich. Das klingt jetzt auch ein bisschen blöd. Aber aus den Steinen, die kann ich echt gebrauchen. Ohne Scheiß, ich brauche die Steine. Woraus daraus kann ich mir dann. Komm, so komische Blitzbomben basteln. Da brauche ich aber noch. Ich glaube, Harzpflanze ist sogar das, was ich kombinieren muss, um Bombenmaterial dann zu halten. Und das dann mit Blitzkäfern ist dann eine Blitzbombe. Also jedenfalls war es so ein MFU. Naja, Materialhandel. Brauche ich auch nicht. Und jetzt reicht es mir langsam. Unten mache die so einen Krach. Es ist 22 Uhr. Egal. So. Gut, dann war es das davon. Und dann machen wir noch unser Equip für Gormagala, würde ich sagen. Und dann ist der Part auch schon vorbei. Ein bisschen kürzer als sonst. Normalerweise immer so eine fast eine halbe Stunde. Aber ja. Nö, kann ja auch nicht immer sein. Langsam werde ich müde. Ja, ich bin müde um 22 Uhr. Das gibt's auch noch, weil ich auch um 6. Nee, 10 vor 6. Nee, Viertel vor 6 ungefähr ausstehen muss. Aber danach ist ja auch schon wieder die Arbeit für die Woche vorbei. Und dann ist frei. Und dann ist nur noch Berufsschule und easy going. Und jetzt habe ich, glaube ich, alles, was ich brauche, oder? Fettsteine, Paintballs vielleicht noch. Blitzbomben brauche ich nicht. Wir haben ja gesehen, wie wir den vor uns kaputt gemacht haben. Und dann würde ich sagen, essen und speichern. Essen darf. Na, Mahlzeiten werden nicht mitgedingen gesichert. Da war ja was, ne? Da steht ja mal extra da. Soll ich da schon wieder rein? Das hatten wir doch erstmal ein Déjà-vu-Gefühl, würde ich sagen. Speichern. Ah, ich finde die Rüstung ganz cool, die wir anhaben. Ich lobe sie zu oft, aber ich finde, sie hat es verdient, wenn wir ehrlich sind. Speicherfunk. Speichern auf SD-Karte, bla bla bla. Und dann war es das auch schon. Ups, jetzt habe ich mein DS ausgemacht. Jetzt seht ihr das auch noch. Ups. Egal, Leute, ich bedanke mich. Ja. Oh Gott, warum seht ihr das jetzt? Das war ein bisschen blöd von mir, den direkt auszumachen. Aber das war's von diesem Part. Ich bedanke mich für euer Zuschauen. Wir sehen uns in einem neuen Part. Bis dann.